Es war ein ungewohntes Szenario, das sich einbotten hat in der Aula vom HPZ in Hohneri. Hinter der brav ausgerichteten Stuhlreihe hat man 13 Velo aufgestellt. Seetal Tourismus hat nämlich zum Velokino eingeladen, um Werbung zu machen für die Herzschlaufe. Und was das schon wieder ist, erklärt Romana Wiedlisbach vom Seetal Tourismus. Die Herzschlaufe ist eine Velowanderroute und die führt von Eschenbach auf Lenzburg und von Lenzburg wieder auf Eschenbach. Es gibt zwei Teile, die Ostseite und die Westseite. Und im Ganzen ist sie rund 120 km lang. Wäre das also geklärt, bleibt nur noch die Frage, wie denn eigentlich ein Velokino überhaupt funktioniert. Also, die Leute kommen hierher, müssen in die Velos treten, damit der Strom erzeugt wird. Für den Film vorne und für den Ton auch. Und wenn die Leute zu wenig Strom produzieren, dann geht eine Sirene los und der Film dunkelt ab. Und dann müssen sie wieder mehr Gas geben, damit der Film läuft. Ein Velo erzeugt bis zu 40 Watt und insgesamt braucht es 500, 600 Watt so circa. Also da sieht man dann bei Ihnen, wie viel Watt alle Velos zusammen produzieren. Am 6. Uhr, wo es dann hätte losgehen, sind nur 3 Fahrer rum. Zu wenig, um Strom zu produzieren, um den Film zu starten. Genug aber, um zu fragen, ob es echt streng ist. Für mich ist es streng, ja. Ich fahre halt fast immer Flyer. Ja, es ist ein bisschen anders, aber ich bin mich gewöhnt. Ich fahre ja im Winter im Zimmer rum. Ich bin ein Heimtrainer. Es ist etwas anders, weil die Masse nicht ganz, ganz schlimm ist, oder? Aber es ist machbar. Auch am Abend konnten Besucherinnen und Besucher suchen. Das ist sicher auch daran gelegen, dass man den Austragungsort kurzfristig geändert hat und so die Leute vergeblich das Velokino in der Mehrzweckhalle gesucht haben. Nach der 8. haben dann aber doch noch rund 20 Personen den Weg in die Aula vom Heilpädagogischen Zentrum gefunden. Immerhin sind dann so irgendwann alle 13 Velo besetzt gewesen, genug Man- und Woman-Power also für den Film zu starten. Also theoretisch. Denn irgendwie hat die produzierte Menge Strom einfach nicht reichen. Immer wieder ist die Alarmlampe neben der Leinwand losgegangen und das hat bedeutet, die Leute müssen mehr strampeln. Dass die Schauspieler im Film auch strampeln mussten, hat zwar gepasst, aber auch nicht viel genützt. Zwar haben die Velofahrer alles gegeben, scheinbar aber nicht genug. Die Alarmlampe hat dauernd angezeigt, dass der Strom nicht reicht und dafür gesorgt, dass man so den Film nicht wirklich geniessen konnte. Und so hat der Techniker irgendein Seinsehen gehabt und hat halt den Strom eingeschaltet. Zum Schluss kann man sagen, es war eine gute Idee für die Herzschlaufe mit einem Velokino Werbung zu machen. Nur funktioniert es nicht wirklich. Velofahren kann man trotzdem, nämlich draussen in der schönen Natur vom Seetal. Das ist eh besser. Bleibt nur zu hoffen, dass die Herzschlaufe besser ausgeschildert ist als der Austragungsort vom Velokino.